Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Schicksalsklinge HD. Wir befinden uns im Fexcare vor der Villa von Hector Gremok, dem selbsternannten Anführer des Kult des Güldenen, oder vielleicht auch nicht selbsternannt, keine Ahnung, hinter dem ich ja Pyrdakor vermute. Und wir werden das mal herausfinden, indem wir ihn einfach in seiner Villa zur Rede stellen. Und ich vermute, das wird garantiert keine merkwürdige magische Falle werden. Vor der prachtvollen Villa stehen 4 bewaffnete Wachen, die euer Näherkommen gleichgültig mustern. Als ihr die große Freitreppe betretet, wechseln die 4 einen Blick, nicken sich zu und greifen euch an. Keine magische Falle. Was haben wir denn da? Torwaler, Stadtgöttis da. Aber wir könnten uns hier einfach hinter dieses Ding chillen, oder? Aber wir lassen ihn auf jeden Fall mal zu uns kommen. Wie machen wir das denn? Versuchen hier diesen Torwaler zu verprügeln. Was haben wir denn überhaupt? 2 Torwaler und Stadtgardisten. So. Dann kannst du nicht schießen von hier aus. Vielleicht bilden wir hier einfach so eine Art Linie. Das könnte auch vielleicht funktionieren. Fiora steht irgendwie im Weg, ne? So, dann lassen wir Frenja einfach hier aufrücken. So ganz komisch, Fiora nach hier. Ach, das war blöd. Ich könnte nämlich coole Sachen machen eigentlich. Wie zum Beispiel einmal hier hinkommen und hier einen Eisenrost auf dich sprechen, beziehungsweise auf deine Waffe. Das kostet nämlich nur 5 Astralpunkte und ist super effektiv. Au. Oh, zum Glück. Du wartest mal noch. Das hat gar keinen Schaden gemacht, oder wie? Oder was, oder wann, oder wo? Ach hier, und dann hast du nicht total Bock? 6 nur. Und nimm doch einfach mal, den Controller in die Hand, danke. Hat keinen Schaden gemacht. Hört auf, so fett gepanzert zu sein. So, ich glaube, dem hier nehmen wir auch die Waffe weg. Na, bevor der hier Isora trifft. Ja, und dann hat sie hoffentlich genug Rüstungsschutz.
um mit dem Rest fertig zu werden. Au! Drei nur, oh Mann. Aus dem Nichts tauchen plötzlich neue Gegner auf. Fünf Stück. Das ist ja schon mal ein bisschen uncool. Vielleicht benutzen wir hier diese Mauer. Dass wir uns zumindest bis hierhin irgendwo zurückziehen. Oh. Mal gucken, im Moment geht's glaube ich noch. Im Moment können wir nicht gut beschossen werden. Ja, die suchen sich da ihre Lücken. So, du wartest. Au, für einen ganzen Lebenspunkt. Ey, was soll das denn? Ihr seid Räuber, Streuner, Räuber. Ah, wie machen wir das denn am dümmsten? Am coolsten wäre es natürlich, wenn wir die Typen furchtbar schnell irgendwie ausschalten könnten. Vielleicht gehen wir dem ein bisschen entgegen, damit wir hier für Frenja Platz machen können. Dann schnappt Isora sich hier einfach die Waffe von dem Typen. Da hinten waren wir halt so gut in Deckung eigentlich, ne? Fulminictus! So, das waren schon mal 14. Frenja kommt hier angerannt. So, hier bleiben wir noch kurz in Deckung. Wir rennen dann nächste Runde auf ihn zu. Ach scheiße, hier der Torwaler lebt ja noch. Den hätten wir natürlich erstmal verprügeln wollen. Einmal Eisenrost auch für dich. Kann auch nicht weg. Die haben Gift. Ihr Schweinebacken, ihr. Ich lass mal Isora hier so ein bisschen in Deckung rennen. Au, für wie viel waren das? 15? War das eine 15? Nee. Immer noch. So, das hier ist der angeschlagene Räuber, ne? Dann benutzen wir diesen Baum hier einfach so ein bisschen als Deckung. Pariert er. Okay, die Deckung ist kacke. Oh Mann. Ja gut, dass die Kamera mir zeigt, ein Lebenspunkt bei Fiora, wie es aussieht. Ist er auch so fett gepanzert? Sind beide vergiftet hier. Wir treffen ihn nicht. Ich könnte jetzt Isora da rausbewegen irgendwie. Ich würde gerne so einen Streuner auf meine Seite ziehen, aber ich denke, die kommen nicht wirklich dichter.
hier aus habe ich dann einen Schuss. Fulminictus! Für 13. 13 ist okay. Oh meine Leute. Jetzt treffen wir wieder gar nichts hier. So, du könntest eigentlich mal umfallen so langsam. Meine Meinung. So, komm mal ran hier. Er steht immer noch. Vier und sechs Lebensenergie. Okay, also das Gift war nicht so richtig krass. So, komm schon, fall um. Ich habe keine Ahnung, wer für wie viel Andrasch für 2 scheinbar und vergiftet. Fulminictus! Er lebt immer noch. Mega Frechheit. Ach, daneben. Der steht auch noch. Die haben halt auch richtig dicke Rüstung. Leute, jetzt trefft doch bitte. Er steht auch noch. Er flieht? Nee, er dreht sich nur um, um auf Rhiannon zu schießen. Super. War das für 5 oder wie? Die Kamera ist so sehr nervös irgendwie. Na endlich. Nicht mehr viel haben. Apropos nicht mehr viel haben. So, Andrasch. Machen wir erstmal hier. Ich glaube, wir machen erstmal da. Fokussieren uns so ein bisschen. Elf. Oh. Elf ist natürlich schon ein bisschen unangenehmer. So, was machen wir mit Rondriel? Komm schon, enthaupte ihn. Wie viele Punkte waren das? Ja.
Ach, na endlich. Endlich fällt hier mal einer um. Kümmern wir uns erst um ihn hier. Ich hoffe, er den Typen hier geht irgendwann mal die Munition aus. Was? 5? Frechheit? Nein, natürlich nicht. Radepatzer. Oh, gestolpert. Ja, geht noch so. Oh, wir treffen nichts. So, kommen wir hier ein zur Seite. Heilung, Clarum Purum. Clarum Purum! Und dann haben wir noch 22. Ja. Für 6 mit der bloßen Faust. Achso, bei dir wollten wir natürlich gucken, ob du einen orkischen Heiltrank hast. So, einmal getrunken. Und dann haben wir noch genug Punkte für eine anständige Attacke. Ja, die war echt ganz anständig. Isora hat noch 22 Punkte. Die sparen wir uns lieber. Ich denke, Fiora hat noch einen Heiltrank. Und Andras hoffentlich auch. Ach, wie haut denn der Typ immer zu? Das kann doch nicht sein. Dass er mit der Faust, der hat keine Waffe, 8 Punkte Schaden macht. So, ich würde sagen, Attacke. Das war gar nicht Frenja. Ja. Hätte ich vielleicht auch am Laufweg sehen können. Ja, vor dem Kopf. Na, hast du keine Pfeile mehr? Das wäre jetzt natürlich blöd für dich, ne? Endlich. So, eins zur Seite noch. Dann stehen wir Frenja auch nicht im Weg. Ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen.
Gerade wollte ich sagen, Frenja ist so ein bisschen vergiftet. Ist nicht so cool. So, dann kannst du hier vielleicht meine große Verwirrung sprechen. Verwirrung! Dann kriegen wir den hoffentlich ein bisschen schneller zu Boden geklopft. Wenn wir denn treffen. Also falls wir treffen. Du brauchst auch eine große Verwirrung, ne? Oh, Rondre. Der muss dringend in Deckung. So, Laufwerk, Rondre. Der Typ, der passiert gut. Andrasch auch. Fünfzehn nur noch. Ist ein bisschen knapp, ne? Ja, trink mal hier so einen kleinen süßen Heiltrank. Und dann verprügel diesen Streuner. Wie alle auf Frenja einschlagen. Du wirst hier hinten schön rumgammeln, Rondriel. Wie viel Lebensenergie hat denn der? Das war die Parade. Hat Fiora jetzt freien Schuss. Ja. Na endlich. So, du kannst dich nach hier hinten flüchten. Ich hole mir wieder raus, wenn der letzte Fernkämpfer erledigt wurde. Oh, sogar getroffen. Nice. Naja, du wartest kurz. Da steht nämlich noch ein Andrasch im Weg. Da liegt er. Sehr gut. Ja, dann du hier, ne? So, kriegt Rondriel irgendeinen Schuss hier? Ja. Oh, der ist sogar durchgekommen. Also das war jetzt hier irgendwie ein Kampf gegen 9 Leute, oder ist noch? Noch ist er ja nicht vorbei. Tappepatzer, oh, das tut mir so leid für dich. Frenja, geht's gut. Den Umständen entsprechend. Attacke Patzer? Nein. Waffe verloren, okay. Ich sag schon, sie hätte den Kunchoma jetzt ernsthaft kaputt gemacht. Will der nicht umfallen?
Patzer. Ach, was ist denn los bei ihr? Sora mit ihrem mächtigen Zauberstab hat den Typen umgehauen. So, der hier hat doch schon eingesteckt, oder? Parieren kann er noch. Komm schon, mach sie nieder. Ja, Faust auf Kettenhemd. Ja, Mann, 13. Da war sie wieder, die Stahlfaust von Frenja in der Parade. Ja. 10. Oh, was ist denn mit Isora los? Die scheint ernsthaft motiviert zu sein heute. Frenja wurde getroffen und verletzt. Komm schon. Steht immer noch. Ups. Attackepatzer. Na. Da wird er wohl seine Waffe verloren haben. So, Frenja tritt einfach zur Seite. Macht Platz für Rhiannon. Die kann nämlich ihre Waffe festhalten. Die Schleuder hat irgendwie nicht so richtig Schaden gemacht, wie es aussieht. Radepatzer. Der letzte Gegner. Und wir rackern uns da so ab. Nein. Ha. Nimm das. Acht, immerhin. Nee. Oh. War das anstrengend. So, Frenja bekommt ihren Kunshio mal wieder. Und sonst gab es nicht mal Beute. In der Villa des Hector Gremob sieht aus wie eine gemütliche Herberge, die wir wohl auch bald aufsuchen müssen. Das sollte also die Erklärung für den merkwürdigen Kult des Güldenen sein. Offenbar hat Gremob seine Anhänger nur von einer Droge abhängig gemacht und damit sein Reichtum gemerkt. Dieser Spuk sollte nun erst einmal ein Ende haben. Gremob scheint über alle Berge zu sein. Ihr seht euch in Ruhe in der prunkvollen Villa um und füllt eure Taschen. Anschließend macht ihr euch aus dem Staub. Oh, das hört sich vernünftig an. Ach du Schande. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Und dann können wir vielleicht mal schauen. Ich vermute ja nicht, aber vielleicht doch. Ein Odem Arcanum. Odem Arcanum. Das ist schade. So, wie geht's denn deiner Waffe? Wenige Kratzer. Top.
auch nur wenige Kratzer. Abgewetzt. Der hat noch 6 Anwendungen. Ja, nur noch 2. Puh, ja, das war also diese Villa hier. Schon ein bisschen anstrengend und vielleicht müssen wir auch mal unsere Lebenstränke neu verteilen. Zum Beispiel könnte Andrasch einen gebrauchen. Wie viel hat ein Frenia? Maximum 54. Andrasch 55. Oh. Die sind erstaunlich dicht beieinander. Also Fiora hat auch einen kleinen Heiltrank. Hier haben wir noch Teile, die unidentifiziert sind. Das Mutelixier werde ich verkaufen. Gut, aber es sind alle erstmal irgendwie mit Heiltränken ausgestattet. Hier haben wir Meister Heimund. Hier waren wir überall, ne? Wir müssen hier noch über diese Brücke die Stadt erkunden. Was sagt denn eigentlich unsere Quest hier? Hector Grimok. Die Erklärung sollte uns vor eingeprügelt werden. Schlauer sind wir jetzt deshalb aber nicht. Na, vielleicht gehen wir nochmal in den Effa-Tempel. Einen Kräuterhändler haben wir hier noch gar nicht gefunden. Ja, wir gehen erstmal das Zeug hier verkaufen. Einfach die Straße runter. Und dann suchen wir uns irgendwo eine Herberge. Und gehen dann irgendwie morgen früh oder sowas in den Effa-Tempel nochmal. Heute ist es auch irgendwie nicht so richtig hell geworden. So, Waren verkaufen. Das hier und dies und jenes. Das, das, das und das. Und dann haben wir hier irgendwie noch ein paar volle Flaschen auch. Hier ist noch so ein Ring, der gehört auch zur Beute. Hier haben wir eine Flasche. Gut. Ach komm schon, sei nicht so. Ja, dann würde ich sagen, können wir ja heute noch ein bisschen die Stadt erkunden, die andere Seite. Hier ist die nächste Treppe, wie es aussieht. Hinter der Kneipe rechts. Achso, speichern vielleicht kurz. Ja, ich bin noch schon. Achso, hier ist die Kneipe. Ja, das war ja irgendwie. Ich dachte, er stellt uns wenigstens irgendwie eine coole Falle mit Gas oder Schwarzmagie oder keine Ahnung, irgendwas Cooles halt. Also hier habe ich gerade einen Palisadenzaun gesehen, ne? Das scheint ein Neuanbau zu sein. Das hier scheint der Anfang der eigentlichen Befestigung der Stadt zu sein. Ja, und das hier sieht dann vielleicht deutlich mehr wie eine Torvaler-Siedlung aus. Oder eine nostrianische oder was auch immer.
Wo zeigt denn eigentlich dieser andere gelbe Pfeil hin? Und wenn ja, warum? Oh, okay. Da geht's nicht durch. Hier gar nichts. Hier gibt es noch so eine kleine Straße am Fluss. Ich hätte ja gehofft, dass es hier irgendwie einen Kräuterhändler gibt. Aber in der ganzen Stadt gibt es irgendwie keinen Kräuterhändler, ne? Nur den Marktstand. Ah, hier hinten drin vielleicht. Da ist noch ein Markt, den wir noch nicht besucht haben. Fex 7 Himmel. Hört sich ja nicht so irre cool an. Joa, dann ist hier die Stadt auch schon wieder zu Ende. Also diese Seite des Flusses ist irgendwie ein bisschen langweilig. Da ist nichts los. So, können wir irgendwie auf der Karte rausfinden, wo uns der Pfeil hinführt. Der gelbe Westmarkierungspfeil. Oder müssen wir dem jetzt einfach einmal unauffällig folgen? Hier geradeaus zeigt er zum Effert-Tempel. Scheint zum Effert-Tempel zu zeigen. Na, wenn ich jetzt hier am... ja. Okay, also das Spiel möchte, dass wir nochmal in den Effert-Tempel gehen. Hier hinterm Fex-Tempel. Da geht's nochmal runter. Einen anderen Zugang gibt es ja gar nicht. Doch, das hier, oder? Ja, das ist eine Treppe. Dann benutzen wir doch einfach die. Schlendern hier über den Markt und beim Schmied biegen wir dann rechts ab. Hier hinter diesem Haus. Ah, du bist keine echte Treppe. Okay. Ja, bevor wir da zum Effert-Tempel gehen, um dem Geheimnis des Kult des Güldenen hier vielleicht dann doch noch auf den Grund zu gehen, werden wir uns erstmal ordentlich ausruhen. Ja, da scheint es nichts mehr zu geben. Vielleicht können wir auch den Fex-Tempel mal besuchen. Der Fex-Ker dürfte so ziemlich die einzige Stadt... Na, ich meine, es gibt noch eine andere. Mit einem offenen Fex-Tempel sein. Der Fex-Tempel ist größer als alle anderen, die ihr je gesehen habt. Dieses Gebäude würde auch jedem anderen Gott, der mehr Wert auf sein hiesiges Erscheinen legt, zur Ehre gereichen. Hauptgebäude werden von niedrigen Seitenflügeln verbunden, sodass der gesamte Komplex ein geschlossenes Rechteck von der Größe eines halben Immanfeldes bildet. Trotz des frommen Namens der Stadt allerdings steht dieser Prachtbau unmittelbar vor dem unwiderruflichen Zerfall.
In den Hauptgebäuden scheint nur noch das Erdgeschoss benutzbar zu sein. Die oberen Stockwerke sind verfallen, das Dach undicht. Das große Tor steht offen. Dahinter erkennt er jedoch keinen sakralen Raum, sondern die Werkzeuge eines Seilers und den Eingang einer Schenke. Um in den eigentlichen Betraum zu kommen, müsst ihr an diesen Lokalitäten vorbei und könnt dabei feststellen, dass es auch hier, in dem Tempelgebäude mit der frommen Andacht, nicht allzu weit her ist. Oha, was ist denn da los? Der Betraum ist verschlossen, kein Licht ist zu sehen und zu hören ist nur der Lärm der Kneipe nebenan. Offensichtlich ist die Geweihte nicht da. Oder der Geweihte. Okay. Aber es ist auch noch tagsüber. Vielleicht machen die erst nachts auf oder vielleicht muss man auch einbrechen. Einfach mal das Schloss knacken, um Zutritt zum Fex-Tempel zu bekommen. Und wer weiß, wer weiß. Also, Herberge Fex 7 Himmel. Wie teuer ist denn hier so ein Bett? Mega teuer. Ah, die waren die hier alle so teuer? Jetzt schauen wir gerade auf die Karte. Rote Milan. Fexcare. Ah, hier hinten der graue Vogt war ganz günstig, ne? Ach, da muss ich da jetzt extra noch rüberlaufen. Ja, machen wir. Vielleicht passiert noch irgendwas Interessantes auf dem Weg dahin. Und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht nächtens in den Fex-Tempel kommen beim nächsten Mal. Wir werden den Effer-Tempel nochmal aufsuchen. Um zu schauen, ob da noch irgendwas passiert. Also wahrscheinlich passiert da noch irgendwas. So, wie sieht's denn aus? Hunger, Durst? Hält sich alles in Grenzen? Wir schnappen uns Einzelzimmer. Puh, ja, und dann würde ich sagen, Heilkunde Wunden für Rondriel. 5 Lebensenergie. So, und wer hat noch ordentlich verloren? 20 von 52. Ja, Frenja oder Fiora. Ach, da könnten wir auch mal einen Bären für benutzen, ne? Aber 7. 7 ist doch super. Ja, dann schlafen wir hier ruhig 12 Stunden. Dann haben die Läden morgen früh auf. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas machen wollen in den Läden. Und dann sind wir tatsächlich schon wieder ganz gut erholt, den Umständen entsprechend. Ja, für heute war es das dann, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dem Geheimnis im Effer-Tempel auf den Grund gehen. Macht's gut und bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.